Und Cut, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Black Mesa. Wir sind im, quasi Grand Canyon unterwegs, draußen eigentlich. Wenn wir uns hier irgendwie abseilen könnten, würde ich echt einfach abhauen wollen. Aber nein, wir sind Gordon Freeman, wir dürfen nicht, wir wollen nicht, wir sollen nicht. Aber haben wieder live bekommen. Und die Soldaten da unten schon erledigt von oben. Was, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Unterton für uns jetzt hat. Weil die Typen liegen jetzt hier tot am Boden. Und, oh, da war sogar... Wäre sogar eine Möglichkeit gewesen, die einfach zu sprengen. Und jetzt dürfen wir weiter durch den Canyon chargen. Oh, da ging es irgendwie rein, oder? Hab ich gerade falsch gesehen? Nochmal live und nochmal Schildenergie. Okay. Sonst noch irgendwas? Ja, nee. Sonst nichts weiteres. Das heißt, wir sollen jetzt diesen Weg, glaube ich, gehen. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass wir jetzt in unser sicheres Verderben rennen. So. Okay. Draußen prügeln sich Katzen. Hör ich gerade. Ist okay, wenn sie das wollen. Ja, und nü? Jetzt bin ich hier drüben und? Hab ich jetzt irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, dass ich da runterfallen soll. Irgendwas habe ich hier übersehen. Verstehe ich nicht. Da geht's nicht weiter. Geht's irgendwie hier vorne weiter? Habe ich aber eben auch nichts gesehen. Nichts Großartiges zumindest. Oder kann ich da auf der anderen Seite noch irgendwie weiter? Auf der anderen Seite kann ich auch noch weiter. Gut, dann wird es wohl da weitergehen. Ich nehme wieder meine Pump raus. Popcorn! Wenn man nachladen sollte. All clear, sagt er. Lässt dich wohl verschätzen, mein Bro. Da ist der nächste. Okay, 55% live runter. Ungeil. Bin jetzt noch ein bisschen hilflos. Ist hinten noch irgendwas? Nee. Was? Hab ich jetzt einen Raketenwerfer oder was? Zumindest Raketenwerfmunition bekommen. Glaube ich zumindest. Will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Dass ich jetzt einen Raketenwerfer quasi kriege. Ist jetzt die Frage. Ne, da ist noch eins. Was? Wo waren das andere? Wo war denn bitte das andere? Kann ich da vielleicht einfach irgendwie eine Granate oder sowas reinwerfen? Müsste man testen. Aua. Jo, Granaten helfen. Der beste Freund des Menschen sind und bleiben dann doch eben die Granaten.
Sind diese Granaten denn nun Frauen, ja, gut aussehende Frauen, dann freut man sich doch noch mehr. Aber die würde man nicht unbedingt wegwerfen. Nicht? Aber so normale Granaten sind auch natürlich voll ganz zufrieden. Da ist einfach mal knallhart. Cool. Dazu gehört die... Oh, dazu. Nice. Okay, hier geht aber nichts auf. Muss ich wieder raus? Irgendwo ein Hinweis, ja, was ich als nächstes tun sollte. Da ist ein Heli. Ey, was hab ich... Was hab ich denn... Was ist denn Laser? Ich muss mir das gleich nochmal... Ich muss mir das gleich nochmal zu Gemüte führen. Ja, und ich krieg natürlich wieder mal die... Das Explosivding in die Fräse. Man gewöhnt sich dran. Bam. Aber... Ich glaube, ich sollte einfach die... Hier liegen ja zwei Medikits direkt nehmen. Das kann ich besser. Das kann ich nämlich machen. Dann speichern wir das Ganze nochmal. Dann kommt da gleich ein Heli. Ich bleib da hängen, was? Ey, sag mal, wie viele Raketen frisst du denn bitte? Ich hab den gerade mit allen Raketen abgeschossen, die ich hatte. Und es ist abgestürzt. Alter. Und Cut. Ja, da bin ich wieder. Es hat lange gedauert, bis ich jetzt endlich mal weitergemacht habe hier. Aber ihr wisst ja, ne, das Spiel ist mir so häufig verreckt in letzter Zeit, dass ich jetzt einfach keinen Bock mehr hatte, weiter aufzunehmen. Und ich habe auch immer noch eine 8-Minuten-Part-Episode, was auch immer, hier auf der Platte liegen, die ich jetzt hier wahrscheinlich vorgeschaltet habe. Und es ging mir einfach nur so auf die Nerven. Ich meine, das Spiel ist kostenlos, ist okay, aber trotzdem... Schießt der immer noch? Das war gerade eine volle Breitseite, Arschloch. Stirbt der bald noch? Soll ich den überhaupt nicht umbringen? Ey, der Saftsack hat gerade volle Möhre alles gefressen, was ich so hatte. Einfach sämtliche... Okay, ist er weg? Ey, von wo trifft... Achso, von da. Ich check's nicht. Ich habe gerade einfach alle Raketen, die ich hatte, auf ihn geschossen... Und der steht einfach noch. Was will das Spiel denn von mir? Soll ich den gar nicht töten? Soll ich hier einfach zumachen und gut? Ist das, was du willst, Spiel?
meine, ich sehe hier das Problem mit, aber. Das Ding hier geht nicht auf. Also ich kann das Ding hier zumachen. Ja, mal gucken, ob das vielleicht irgendwie hilft. Da ist er. Weil ich kann mich jetzt hier drin einschließen, aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, was das bringt. Tür ist zu. Hui. Hier geht nicht auf. Zwar noch ein Raketenwerfer, aber ich habe jetzt auf diesem Ding hier irgendwie nichts mehr. So, auch keine Munition mehr hier drin, ne? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich! Oder? Nee. Nee. Das heißt, bleibt echt nur der Raketenwerfer. Ist der noch da? Ja, da ist er wieder. Die Kisten sind stabil. Wow. Ich habe ihm schon wieder mit allen Raketen, die ich habe, eine volle Breitseite gegeben und er steht noch. Schießt er natürlich Raketen auf mich. Auch das bringt wohl nichts. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Also, bin echt überfragt. Warum geben die mir Raketenwerfer an die Hand, wenn er mir nichts bringt? Ja. Das finde ich irgendwie scheiße dämlich. Aber gut. Raketen habe ich keine mehr. Schießt er da draußen noch? Ist einfach immer noch da. Ja, also ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade von mir will. Ich krieg diesen Helikopter nicht tot. Warum auch immer. Ist hier vielleicht irgendwo weiter? Nö, auch nicht. Hui! Kann ich vielleicht hiermit irgendwie den Piloten vielleicht sogar abschießen? Ich meine, das wäre jetzt für mich so die logischste Möglichkeit, um einen Helikopter auszuschalten. Das war auch das. Nö, das ist wohl irgendwie nicht möglich. Jetzt hat er mich wieder erwischt. Ich habe keine Ahnung, was das hier... Null! Wirklich null! Ich glaube, ich muss mir da echt langsam mal ein Video zu angucken, weil... Keine Ahnung. Kein blassen Dunst. Muss für irgendwas gut sein, dass ich hier dieses Ding runter machen kann. Wofür auch immer.
Kann versuchen, hier mal zurückzusprinten. Es soll einfach nur so eine Chase-Sequenz werden. Wer weiß denn? Das macht mich irgendwie so ein bisschen nervös. Ich glaube, das soll keine Chase-Sequenz werden. Nee, das soll keine Chase-Sequenz werden. Ja. Gut, dann, nö. Stehe ich hier, ich armer Tor, und bin so schlau als nie zuvor? Keine Ahnung. Irgendwas muss ich doch mit diesem scheiß Helikopter machen lassen. Kann man den vielleicht irgendwo... Fliegt der vielleicht irgendwo gegen oder... Ich habe keine Ahnung. Ich sehe einfach keinen Weg hier weiter. Aber das Spiel ist wenigstens noch nicht abgestürzt. Es ist wirklich einfach nur... Es ist doch einfach nur doof. Es ist einfach nur doof. Ich habe 5 Raketen. Mehr gibt's hier drin, glaube ich, auch einfach nicht. Muss doch irgendwas Intelligentes mit diesen Raketen anfangen können. Kann vielleicht hier irgendwas aufsprengen. Glaube schon mal nicht. Eine Chase-Sequenz sollte es auch nicht werden. Ich bin überfragt. Ich bin einfach überfragt. Irgendwas drin, was mir helfen könnte. Den Fernseher kaputt geschossen. Keine Macht im Fernsehen. Fernsehen macht dumm. Habe ich gehört. Irgendwo. Werfe mit Dosen. Das hat er nämlich nicht gerechnet. Dosen werfen. Kann man eben die Windschutzscheibe mit sauber machen hier. Bam! Nimm das. Also irgendwas muss ich mit diesem Raketenwerfer machen können. Kann ich hier... Nee, irgendwie nicht. Hi Heli, da bist du wieder. Nö, ich habe keinen blassen Dunst, wirklich gar nichts. Ich weiß nichts, ich weiß nichts. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Okay, mal überlegen. Wir haben den Raketenwerfer bekommen gerade. Mach die Tür nicht auf. Das haben wir jetzt schon mal, zumindest probiert. Mit 5 Raketen kriege ich den Helikopter aber auch nicht down. Was schon so ein bisschen blöd ist. Aber... Was kann denn der Raketenwerfer bitte noch machen? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich kann hier das Laserding ausstellen.
Aber so genau. Keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung. Fünf Raketen. Was meine ich mit fünf Raketen? Moment mal. Moment mal. Vorne steht ein Missile-Zeichen drauf. Seriously? Ja komm, ey. Baller mich doch mal mit Raketen zu. Ja. Da ist ein Raketenzeichen drauf. Ich kann das echt aufmachen. Ja, shitte. Okay, wir können das aufmachen. Wir können mehr Raketen kriegen. Das klingt doch gut. Dann müssen wir gucken, wo ich mich jetzt verbarrikadiere. Am besten. Ich glaube, hier vorne ist echt. Alter, hörst du mal auf, dich zu bewegen, Lange? Geht mir das auf den Piss, ey. Wie der mich auch noch trifft hier. Ja, dieser Kampf geht mir echt tierisch auf die Nüsse. Wo ist er denn jetzt? Ey, sag mal. Ja, komm. Ey, wie mir das auf die Nerven geht, dieser Kampf. Das ist echt das Übelste, was ich bis jetzt machen musste in diesem Spiel. Es nervt einfach nur endlos. Es nervt nur endlos. Wir sind eigentlich gleich auch am Ende unserer Zeit angekommen. Aber der Helikopter hat ja was dagegen. Ich hoffe, der ist ihm gerade nicht wirklich ausgewichen. Da kommen Raketen. Ich sollte auf diesen kleinen Sound hören. Ja, komm, wirklich. Sag mal, wie viele Raketen braucht denn dieser scheiß Heli in die Fresse, ey? Alter, Lange, der war fast tot. Oh Mann. Naja, ich habe lange keine Folge mehr von Black Mesa gemacht. Ich behaupte mal, es tut jetzt nichts, wenn wir mal ein bisschen länger machen. Ich will diesen Heli jetzt down haben. Er geht mir auf die Nüsse, der Saftsack.
Ja, komm. Alter, was war denn das jetzt bitte? Was? Ach nee, oder? Ja, Jungs, das war's dann wieder für Black Mesa für die nächste Zeit. Ist mir wieder abgestürzt. Ich hab da echt langsam keine Lust mehr drauf. Wirklich, keinen Nerv mehr. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Episode wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.